Hallöches und herzlich willkommen zu einem neuen Gripscoach TV Video und heute geht es um das Franchise und hier bin ich versucht oder stets bemüht, euch das Franchise einfach zu erklären und dieses Thema hat sich die Alina gewünscht und wir gehen auch direkt an die Arbeit, klar nach dem Motto Bob der Baumeister, yes we can. So, und wir beginnen hier mit der Mindmap Franchise und erstmal hier den Grundlagen wieder oben links, was genau sich denn hinter dem Begriff des Franchise verbirgt. So, Franchise ist eine Kooperationsform. Ja, wir hatten das im Video Kooperationen, da hatte ich bereits ein Video gedreht, schaut es euch bitte an. Da geht es allgemein um Kooperationen und Franchise eine Form, eine Kooperationsform. Und zu Franchise können wir auch Franchising sagen. Ist gehopft wie gesprungen. Und hier habe ich nochmal eine kurze Definition, was eine Kooperation ist. Jede Zusammenarbeit zwischen Unternehmen ist eine Kooperation. Und das kann unterschiedlich aussehen, in unterschiedlichen Formen kann so eine Kooperation vonstatten gehen in der Wirtschaft. Und eine Form ist das Franchise. Und hier habe ich auch eine kurze Definition, was das Franchise ist. Franchise ist eine besondere Form der Zusammenarbeit, genauer gesagt ein Verkaufs- und Vertriebskonzept auf Basis eines Franchise-Vertrages. Also wird immer ein Franchise-Vertrag geschlossen und da wird ein ganzes Sammelsurium von Inhalten mitverkauft in Form dieses Franchise-Vertrages. Und ich erkläre euch jetzt sukzessive von A bis Z, was genau Franchise ist, was sich dahinter verbirgt. Und deswegen kommen wir jetzt hier im Uhrzeigersinn weiter auf den Inhalt des Franchise. Was genau steckt denn da drinne? Franchise hat da nichts mit Scheiß zu tun, sondern mit einer Kooperation. Und bei dieser Kooperationsform Franchise gibt es einen Franchisegeber und der vermarktet seine Waren und oder Dienstleistungen über Partner. Und diese Partner, das sind die Franchise-Nehmer, also ein Geber und ein Nehmer. Der Ablauf ist folgendermaßen, der Franchise-Nehmer, kurz FN, gründet mit eigenem Kapital ein Unternehmen, zum Beispiel Franzi Nemi GmbH. Und also das bitte, das ist wirklich sehr wichtig. Der Franchise-Nehmer bekommt vom Franchise-Geber kein Geld, sondern muss eigenes Geld aufnehmen, entweder Fremdkapital oder auch eigenes Kapital und damit ein Unternehmen gründen, also die Franzi Nemi GmbH zum Beispiel, muss dann auch sämtliche Dinge von seinem eigenen Geld kaufen. Weil es wird ja nur im Rahmen des Franchise-Konzepts ein Konzept, ein Verkaufs- und Vertriebskonzept gekauft, sonst nichts. Keine Tische, keine Stühle, keine Immobilien, kein gar nichts. Der Franchise-Nehmer ist und bleibt rechtlich, wirtschaftlich völlig selbstständig. Das heißt, die Franzi Nemi GmbH hat dann nichts mit Chibo GmbH zu tun. Und dann halt, wenn es jetzt um ein Franchise-Konzept von Chibo geht, haben wir hier unten der Kaffeeröster, dann steht da oben dann Chibo, klar, als Marke. Man tritt ja als eine einheitliche Marke auf Franchise-Geber und Franchise-Nehmer, aber die Firma, die dahinter steckt, und die Firma ist ja der Name des Unternehmens, ist dann zum Beispiel Franzi Yamas Franzi Nemi GmbH. So, also da bleibt rechtlich und wirtschaftlich selbstständig. Der Franchise-Geber kann da nichts vorgeben. Der Franchise-Nehmer kann zum Beispiel an Aktionen teilnehmen, muss es aber nicht. Deswegen ja auch hier die McDonald's-Werbung, die er mit Sicherheit kennt, dann da steht dann auch dabei, nur in teilnehmenden Restaurants. Na, da könnt ihr es wieder sehen, dass sie völlig selbstständig sind. So, der Franchise-Geber und der Franchise-Nehmer schließen einen Franchise-Vertrag. Da steht genau drinne, die genauen Inhalte des Franchise-Vertrages, Rechte und Pflichten von beiden Vertragsparteien. Und der Franchise-Nehmer profitiert von den Erfahrungen des Franchise-Gebers, also des Wissen. Das wird quasi verkauft. Der Unternehmer muss nicht bei A anfangen. Der kann die ersten Buchstaben einfach überspringen und irgendwo in der Mitte bei MN anfangen, weil er bereits ja die Vorerfahrung des Franchise-Gebers mit einkauft sozusagen. Aber ganz wichtig ist, auch wenn das rechtlich selbstständige und wirtschaftlich selbstständige Unternehmen sind und bleiben, haben wir hier ein einheitliches Erscheinungsbild. Fallbeispiel McDonald's. Franchise-Konzept. Ganz viele unterschiedliche rechtlich und wirtschaftlich selbstständige Unternehmer, die
die Marke McDonald's sozusagen einkaufen, aber die müssen natürlich sich an die Corporate Identity, das Corporate Design des Franchisegebers halten. Also ja, gelbes M auf rotem Untergrund, mittlerweile ist es gelbes M, grüner Hintergrund, da könnt ihr jetzt nicht sagen, ach ja, machen wir mal ein schwarzes M auf grauen Hintergrund. Nein, das geht nicht. Das Erscheinungsbild muss einheitlich bleiben. Das ist der Deal. So, und da haben wir natürlich Vorteile, die sich daraus ergeben für den Franchisegeber. Hier folgt meinem Leuchtstift, damit ihr wisst, wo ich bin. Vorteile für den Franchisegeber sind keine Kosten für den Aufbau eines eigenen Vertriebs, schnelleres Wachstum, Risikominimierung. Überlegt mal, würde McDonald's nicht über Franchise seine ekligen Burger vertreiben, sondern alles selber finanzieren, überlegt mal, was für eine Kapitaldecke da sein muss, wie viel Kapital da sein muss, damit McDonald's das überhaupt stemmen kann. Die müssen ja sämtliche Gebäude kaufen oder bauen lassen, die müssen sämtliches Personal einstellen und bezahlen, die müssen sämtliches Interieur, Einrichtungen anschaffen und bezahlen. Das sind ja wahnsinnige Mengen von Geld und natürlich auch ein Riesenrisiko, wenn der Laden pleite geht, dann aber so richtig. Wenn aber ein Unternehmen rechtlich und wirtschaftlich selbstständig sind und die fahren das Unternehmen gegen die Wand, ist das doch der Muttergesellschaft völlig egal, beziehungsweise dem Franchisegeber. Der hat ja keine Sorgen, der bekommt eine Franchisegebühr und aus die Maus. Schnelleres Wachstum natürlich auch, weil ihr wisst ja, je mehr Kapital ein Unternehmen zur Verfügung hat, desto schneller kann es expandieren. Und wenn natürlich so ein Franchise-Konzept verkauft wird, geht das deutlich schneller, weil ja viele, viele eigenständige Unternehmer Geld in die Hand nehmen und ihr eigenes Geld dazu verwenden, um mit diesem Franchise-Konzept erfolgreich zu sein. Risikominimierung natürlich auch, weil das Risiko nicht allein vom Franchisegeber getragen wird. Der muss ja nicht alles selber bezahlen, der verkauft dann nur sein Franchise-Konzept gegen Gebühr und fertig. Und natürlich kann man sich durch die Risikominimierung natürlich auch so ein bisschen Konkurrenz vom Hals halten, denn diese Unternehmer, die das Franchise-Konzept einkaufen, machen sich ja nicht in der gleichen Branche mit einer anderen Geschichte selbstständig. Ja, das sollte euch klar sein. Dann, da wo es Vorteile für Franchisegeber gibt, gibt es auch Vorteile für den Franchisenehmer. Und die wären geringeres Risiko. Ist ja völlig klar. Die kaufen ja ein fertiges Paket ein. Die müssen nicht die gleichen Fehler machen wie andere Unternehmer, weil das, was sie einkaufen, hat sich ja rentiert am Markt und demzufolge hat man da ein geringeres Risiko und das Gleiche oder beziehungsweise was noch hinzukommt, ist natürlich die Unterstützung durch den Franchisegeber. Das wird auch vertraglich festgelegt. Das heißt, der Franchisegeber betreut den Franchisenehmer beim Aufbau und beim Führen seines Betriebes. So, was der Franchisegeber leistet, ist Hilfe beim Aufbau durch sein Know-how. Der sagt dem Franchisenehmer genau, wie es funktioniert, wie das Unternehmen hochgezogen wird. Personalschulungen werden angeboten. Das heißt, der Franchise-Nehmer muss da keinen eigenen Schulungsapparat aufbauen. Dann haben wir Werbeaktionen und Public Relation Maßnahmen. Werbung, was klar, sollte klar sein, was das ist. Public Relation, da kam auch die Frage in der letzten mündlichen Prüfung, wusste der Prüfling nicht, was das ist. Public Relation ist Öffentlichkeitsarbeit. Das bedeutet, wenn wir Werbung machen, dann sagen wir sind die tollsten, besten, coolsten. Und Public Relation soll aber dazu führen, dass die anderen, also unsere Zielgruppe, unsere Kunden, dass die sagen, wir sind die besten, größten, tollsten. Das ist der Unterschied. Auch hier habe ich für euch Videos gemacht. Guckt es euch mal an. Kommunikationspolitik, da geht es um Public Relation und Werbung. So. Da haben wir nämlich auch so Aktionen, wenn McDonald's Werbung schaltet oder Burger King, wie sie alle heißen, oder Chibo, dann wird das natürlich von dem Franchisegeber initiiert und er finanziert das durch die Abgaben, die die Franchisenehmer zahlen. Dann haben wir die Nutzungsüberlassung von Marken und Patenten. Das heißt, Marken und Patenten auch eine wichtige Geschichte. Das heißt, Franchise-Nehmer dürfen zum Beispiel ja die Marke McDonald's, die Marke Obi, die Marke Enjoy, alles Franchise-Unternehmen natürlich nutzen. Und die Markenaufbau ist für Unternehmen eine unglaublich teure Angelegenheit. Unglaublich teuer und unglaublich langwierig. Und natürlich ist klar, dass die Franchise-Nehmer dann von dieser Marke profitieren können. Denn wenn eine Marke positiv belegt ist, dann
Japaner bereits viel Zeit investiert und viel Geld, um dieses positive Image zu erschaffen. Und davon profitieren natürlich dann auch die Franchise-Nehmer, ist ja völlig klar. Die müssen nicht selber eine Marke aufbauen, die ist ja schon fertig. Und das lässt sich der Franchise-Geber teuer bezahlen. So, was der Franchise-Nehmer dafür gibt, ist völlig klar: Geld. Geld gegen Know-how, Geld gegen Marke, Geld gegen Hilfe. Das heißt, da gibt es in der Regel eine einmalige Einstandsgebühr, die ist auch ordentlich hoch, und dann monatliche Zahlungen. Das ist wie so ein Abo-Vertrag, kann man sagen. Und je nach Vertrag ist das prozentual vom Umsatz des Franchise-Nehmer gibt von seinem Umsatz prozentual etwas ab an den Franchise-Geber, oder eine Pauschale wird vereinbart. Ja, prozentual oder Pauschale kommt auf den Vertrag an. Das heißt, der Franchise-Nehmer gibt Geld und bekommt dafür ziemlich viel vom Franchise-Geber. Also Know-how, Hilfe, Personalschulungen, Nutzungsüberlass von Marken und Patenten und so weiter, habe ich ja hier aufgeschrieben, was genau sich dahinter verbirgt. So, last but not least, wenn wir uns hier mal ein paar Beispiele anschauen von bekannten Franchise-Betrieben. Bekannte Franchise-Betriebe sind McDonald's, das ist die Systemgastronomie, damit ihr auch mal die Branche hier mal gehört habt. Kann ja nicht schaden. Enjoy, das ist eine Fitnessstudio-Kette, so ähnlich wie McFit. Nur Enjoy ist mehr so der Premium-Bereich, auch Testiger bei Stiftung Warentest gewesen. Auch deutlich vom Niveau höher als das McFit. McFit ist ja mehr so Discount, ist auch super, eine klasse Geschichte. Wer günstig trainieren will, sollte zu McFit gehen. Wer ein bisschen bessere Betreuung sucht, sollte zu Enjoy gehen. So, also Fitnessstudio. Da haben wir Schülerhilfe. Da ist es Nachhilfe, mehr so Schüler, Sekundarstufe 1 und 2. Und dann haben wir Obi, das ist Baumarkt, Baumarktbranche. Und Shibo, ist klar, ist Kaffee. So, das war's jetzt zunächst einmal mit der Theorie, mit praktischen Beispielen. Jetzt will ich ja eigentlich mal weitergehen. Ah, da geht's ja auch schon. Hier ist der Endscreen, aber damit ist noch nicht vorbei. Denn jetzt einmal kurz durchatmen, mal so ein bisschen in sich kommen, sich ein bisschen chillen. Einfach mal die Augen schließen. Und stellt euch mal so vor, wie ihr zur mündlichen Prüfung kommt und ich euch eine Prüfungsfrage stelle zum Thema Franchise. Und die könnte zum Beispiel lauten: Nennen mir doch einfach mal 3 Vorteile für den Franchise-Geber, warum er ein Franchise überhaupt anbieten sollte. Und dann könnt ihr antworten, was ihr gerade gelernt habt. Keine Kosten für den Aufbau eines eigenen Vertriebs. Das läuft ja über die Partner, über die Franchise-Nehmer. Dann schnelleres Wachstum ist auch klar, weil andere das Kapital ja aufbringen quasi fürs Wachstum des Franchise-Unternehmens. Und natürlich drittens Risikominimierung. Erst einmal, weil das Risiko auf mehrere Unternehmer verteilt ist, die ja rechtlich, wirtschaftlich selbstständig sind. Die Franchise-Nehmer sind ja rechtlich und wirtschaftlich selbstständig. Das heißt, die müssen auch dann gerade stehen, wenn sie pleite gehen. Und natürlich auch, dass man sich ein bisschen die Konkurrenz vom Leib hält. Denn wenn jemand mit dem eigenen Franchise-Konzept zugange ist, wird er den Teufel tun, in der gleichen Branche sich da selbstständig machen. Also auch eine Form der Risikominimierung. Dann möchte ich von dir mal 2 Vorteile wissen, die der Franchise-Nehmer hat von so einem Franchise-Konzept. Und da könntest du antworten: geringeres Risiko, weil ja Know-how eingekauft wird, was bereits funktioniert am Markt. Das heißt, der Unternehmer geht ja keine großen Risiken ein durch Versuch und Irrtum, wenn er selbst was auf die Beine stellen möchte. Und natürlich zweitens Unterstützung durch den Franchise-Geber. Der unterstützt ja den Franchise-Nehmer in sämtlichen Belangen, Marketing, Werbung, Aufbau des Unternehmens etc. pp. So, das war's nun aber gewesen zum Thema Franchise. Ich hoffe, das war klar und deutlich für euch. Ihr könnt mir gerne Fragen zu diesem Video stellen, wenn irgendwas unklar sein sollte. Und bis dahin wünsche ich euch weiterhin viel Erfolg und alles Gute. Tschö, küss.